Und hier sind sie, Walter Merziger und Arno Kammermeier. Oh. Hallo, schöne Stühle. Hallo, einen schönen guten Abend. Wir haben es hier gerade so ein bisschen nebenbei in dem Einspieler gehört. Fast würden wir hier gar nicht sitzen, weil es fast Lukaschett nicht mehr gegeben hätte. Das klingt so traurig. Ja. Was war da vorgefallen? Die Medien treten immer alles breit, du weißt. Es war einfach so, dass das war das fünfte Album. Und als Künstler wiederholst du dich ja nicht sehr gerne. Das heißt, du musst immer was Neues finden, was dich am Laufen hält. Und damit hatten wir eine Weile zu tun. Das waren eigentlich fast nie die Songs, sondern die Art und Weise, wie so alles zusammenkommt. Gerade bei elektronischer Musik kommt es auf das Songwriting an, aber auch auf die Art und Weise, wie es umgesetzt ist. Und das hat einfach eine Weile gedauert. Und da fragst du dich schon, macht es dann wirklich Sinn? Kriegen wir was zusammen hin, was es wert ist, rauszubringen? Oder sagen wir einfach, hey, wir hatten eine super Zeit, es war toll, wir machen irgendwas anderes. Und dann fiel uns auf jeden Fall auf, dass wir etwas in der Arbeitsweise ändern mussten. Bisher waren wir immer, dadurch, dass wir so viel unterwegs sind und immer auf Tour sind, viel damit mit der Produktion beschäftigt, indem wir on the road den Laptop dabei hatten und die Alben quasi aus dem Laptop kommen. Das haben wir alles bis zum Letzten ausgelotet und wir haben gemerkt, wir brauchen einen neuen Approach. Und dann war es glücklicherweise so, dass Walter in einem englischen Magazin ein Studio gefunden hat in Manchester, was voll war mit den ersten Gadgets und den ersten, wie man hier auch in dem Film gesehen hat, mit den ersten Instrumenten. Und das schien uns eine gute Idee zu sein, dort mal ganz frisch reinzugehen. Und tatsächlich hat das die Inspiration gegeben und den Push gegeben, dass man sagen konnte, ja, wir kriegen hier was hin, das fühlt sich toll an. Und das ist wie so ein Ehepaar, das zum letzten Mal in die Ferien fährt, um nochmal zu checken, ob es noch läuft. So war das. Aber ich meine, ihr macht ja seit fast 30 Jahren jetzt unter verschiedenen Namen Musik, aber war das erste Mal, dass ihr so kurz vor dem Ausstand? Ja, das war auf jeden Fall nicht das Highlight unserer Karriere, würde ich sagen, oder? Das war also so ein Jahr, was nicht so toll war, ehrlich gesagt. Das war das letzte Jahr, oder? Ja, 2012 würde ich sogar eher fast sagen, ja. Das war schwierig, weil man kennt sich auch so gut, ne? Man ist immer unterwegs. Mit diesem Mensch habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht und irgendwann sind die Witze erzählt. Und dann braucht man neue Witze. Und die haben wir versucht, in Manchester zu finden. Und ehrlich gesagt war es wirklich nochmal so, dass wir uns wie eine Band gefühlt haben. Also einfach nochmal in einem Raum zusammen Musik zu machen, das ganze Business ist außen vor, keiner nervt, kein Management, irgendwie gar nichts. Das war schon echt erfrischend und super, dass es so funktioniert hat. Du meintest ja eben, dass es so eine Situation war, wo ihr euch gar nicht im Klaren wart unbedingt, wie sollen wir überhaupt klingen oder was haben wir dem noch, was wir bisher gemacht haben, noch hinzuzufügen? Ja. Ging es da eher um die Erwartungen auch, die von außen an euch herangetragen wurden oder eher um die Erwartungen, die ihr an euch selbst hattet? Nee, von außen eigentlich nicht, denn ehrlich gesagt, was wir machen, ist ja eigentlich nur ein großer Ego-Trip. Ich meine, jeder Musiker macht das, was er will und er will das festhalten und will das nach draußen bringen. Ja, insofern ist es eher der eigene Anspruch. Ne? Wir sind halt schon eher dafür bekannt, dass wir die Musik sehr designen und sehr uns um jeden Sound sehr bemühen, der in der Musik ist. Es ist ja nicht so, dass wir einfach an einem Nachmittag was hinsauen und das ist es. Tatsächlich war es gegen Ende der Produktion, als dann erstmal alles gelöst war und als der Flow da war, da waren tatsächlich so Momente, wo Songs wie zum Beispiel Maifeld, Calimera auch, die sind quasi an einem Tag entstanden, aber der Prozess, bis wir dorthin kamen, war einfach sehr mühsam, aber wahrscheinlich ist es auch so, wahrscheinlich geht das auch einfach nicht alles so einfach. Ich meine, wenn du versuchst, etwas zu machen, was man sich auch noch in einem Jahr anhören kann oder idealerweise vielleicht auch noch in 5 oder 10 Jahren, dann bist du auch nicht mit der ersten Idee zufrieden. Und dann dauert das einfach alles ein bisschen länger. Wir haben natürlich auch versucht, uns dem Zeitgeist anzupassen. Ist in die Hose gegangen. Deswegen haben wir uns gesagt, wir sind Bukaschett und wir sind stolz darauf, diesen Sound zu haben. Und ich denke, wir haben auch einen ganz eigenen Sound. Wir haben auch eine eigene Art der Präsentation.
Und deswegen müssen die Sachen auch so gemacht sein, dass sie ja doch von uns gut zu präsentieren sind. Was meinst du mit Zeitgeist? Naja, natürlich haben wir probiert, wir waren auf einer großen Amerika-Tour, 6 Wochen, und natürlich haben wir dann mit Dubstep und Sachen rumprobiert, aber es ist halt einfach, wir haben realisiert, das ist einfach, passt nicht zu uns, passt auch nicht zu unserer Live-Show und passt nicht zu dem, wie wir sind, weil ich glaube, als Künstler musst du sehen, dass du versuchst, deine Persönlichkeit so gut wie möglich in Musik auszudrücken. Und das klingt jetzt total einfach, aber das ist total schwer. Wir haben ja 15 Jahre kommerzielle Musik produziert für Plattenfirmen. Da saß dann ein Plattenfirmenchef und hat dir genau gesagt, mach noch 5 Gitarren rein im Refrain. Und da hast du gesagt, da sind aber schon 6 drin. Da hat er gesagt, mach noch 5 rein. Dann hast du halt 5 reingemacht. Und dann, wie auch immer, war das ein Hit oder es war keiner. Das heißt, du warst quasi so ausführende Gewalt. Und jetzt ist die Situation so, dass wir der einzige Judge sind. Also wir sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Und wir haben wahnsinnig lang gebraucht, erstmal rauszufinden, was wir überhaupt wollen, was uns ausmacht, auch als Person. Und wenn das dann zusammenpasst, und dann nur dann macht eigentlich so eine Band überhaupt richtig Sinn. Und das hat lange gedauert, bis wir das geschafft haben. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt wieder auf unsere Roots besonnen und den ganzen modernen Kram, der vielleicht auch nicht so zu uns passt, dann einfach mal zur Seite gelassen. Wobei ich sagen muss, es gibt einen Song auf dem Album, der schon Dubstep beeinflusst ist. Ist auch einer, den ich sehr mag. Wie heißt der? Only When You Wake Up. Mhm. Und der ist natürlich auch beeinflusst auch von Bands wie Burial, die wir viel gehört haben, also es bleibt nicht außen vor. Aber natürlich wollten wir auch schon unserem Trademark-Sound auch irgendwie treu bleiben. Und eure Bandgeschichte ist ja insofern ziemlich ungewöhnlich, dass ihr lange zusammen Musik gemacht habt, bevor ihr Bukashed überhaupt gegründet habt. Und als es Bukashed dann gab, standet ihr aber, ich meine, da wart ihr keine Teenager mehr, da standet ihr mitten im Leben, hattet dann aber sofort damit Erfolg. Ist es auch so ein bisschen so, dass man sich die Frage stellt, wenn man gleich am Anfang mit so einem Projekt so wahnsinnig viel erst kritischen, dann auch kommerziellen Erfolg hat, dass man fragt, wie macht man dann überhaupt weiter, wenn man erstmal von Anfang an schon diesen Schub hatte? Das ist der schwerste Part, sich davon frei zu machen. Man darf im Grunde genommen eigentlich nicht darüber nachdenken, das wird einem jede Band sagen, dass es eben dann der Anfang vom Ende ist, wenn man darüber nachdenkt, was die Erwartungshaltung von irgendjemandem ist, sondern es muss halt einen emotional berühren, das, was man macht, ist ganz egal, was man macht, ob man Musik macht oder ob man malt, ob man schreibt oder was auch immer, es muss einen einfach emotional selber berühren. Und wir haben diesen Test, weil es gibt natürlich immer so diese erste Begeisterung, man produziert eine Hi-Hat und eine Bassline und flippt total aus und denkt, also jetzt ist wieder gerade Ray of God, ich bin ein Genie. Und dann hört man sich das Ganze 2 Jahre später an und dann merkt man, du hast doch mich mal angerufen, ne? Da warst du auf dem Sofa und hast geweint und hast überlegt, wie du mir erklären sollst, dass das totale Scheiße ist, was ich gerade gemacht habe. Ja, so sind wir. Das war jetzt beim aktuellen Album, solche Diskussionen. Ja, aber das ist auch 3 Jahre her. Solche Diskussionen gibt es auch. Das heißt, man muss es auch, also wenn man halt eine lange Distanz hat, und wir sind immer eine sehr lange Distanz gegangen, und sich die Songs nach 3 Jahren immer noch wirklich gut anfühlen, und dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das nicht ganz verkehrt ist, was man da macht. Deswegen brauchen vielleicht auch Alben etwas länger. Und ich bin auch ehrlich gesagt auch kein Freund davon, wenn jemand sagt, ja, ich habe jetzt gerade wieder irgendwie einen Remix gemacht in 2 Stunden und der ist total super geworden. Das kann mal passieren, aber generell, die erste Idee ist nicht immer die beste. Ich glaube, rückblickend wart ihr mit eurem letzten Album, was vor 3 Jahren erschienen ist, More, nicht ganz zufrieden, oder? Das stimmt. Ja, da hat auf jeden Fall ein bisschen von der Zeit, die wir uns jetzt genommen haben, gefehlt. Ja, da war schon eine Tournee geplant und alles war in den Startlöchern und alles musste go, go, go gehen. Mhm. Und ja, tatsächlich es gibt die Momente wie Regenerate oder Teenage Spaceman oder so, die wir auch nach wie vor immer noch in den Shows spielen und die ihren Weg gefunden haben. Auch in den DJ-Shows davon abgesehen. Also die haben ihren Platz und die sind zu den Leuten gekommen, aber ja, tatsächlich gibt es auf dem letzten Album ein paar Songs, die müsste man jetzt nicht nochmal machen, aber das war nun mal jetzt gerade in dieser Zeit und es musste da halt rausgehen, aber das war uns halt genau deswegen wichtig, sowas nicht nochmal zu machen und zu sagen, wir haben, tatsächlich gab es den Zeitpunkt, dass wir auch schon Coachella gebucht hatten, es gab schon eine Tourneepläne, weil alle davon ausgegangen waren, dass wir fertig waren, weil wir das auch so kommuniziert hatten. Und dann war es eben nicht so. Das heißt, wir haben nochmal zurückgezogen, Coachella haben wir trotzdem gespielt, alle haben sich gefreut, aber das Album kam dann jetzt halt erst im Herbst. Mhm. Aber das ist uns immer noch lieber,
als irgendwas dann zu haben, weil du musst ja sehen, du tourst dann im Idealfall 2 Jahre mit der Musik. Und sie sollte dir dann schon besser gut gefallen, wenn du dann die nächsten 2 Jahre damit ständig unterwegs bist und es präsentierst. Und wir haben jetzt auf dem Album viele Songs, ich denke Unloving zum Beispiel, schon lang in den DJ-Sets gespielt und schon lang ausprobiert. Und haben einfach gemerkt, der Song funktioniert, der ist emotional, du kannst ihn trotzdem im Club spielen. Und genauso, das war beim Clubplay. Und auf der anderen Seite gibt es Songs wie Jazzolo, die extrem alt sind, die sind fast 3 Jahre alt. Und sie sind immer noch auf dem Album, weil wir es diese 3 Jahre gehört haben und gesagt haben, lass es uns machen, das ist gut. Wir haben es lange gehört, vielleicht gefällt es dann noch jemand anders. Ihr habt das Album benannt nach dem Studio in Manchester, wo ihr auch aufgenommen habt. Jetzt ist die Tatsache, dass ihr überhaupt in einem Studio aufgenommen habt, also man sollte denken, das ist das Normalste der Welt. Für euch ist es aber sehr ungewöhnlich, weil ihr seid beides Produzenten, ihr habt euer eigenes Studio. Warum muss man dann in ein anderes Studio gehen? Das war einfach halt, dass man mal eine andere Atmosphäre hat. Du sitzt halt immer in dem gleichen Raum, gleiche Situation. Es hat irgendwie, wir haben überlegt, was machen wir. Es war so auch ein Zufall, dass wir gerade das gefunden haben. Und der Owner von dem, der Besitzer des Studios, der freut sich jetzt, weil das überall immer in der Presse natürlich auch genannt ist. Sein Auftragsbuch füllt sich. Casht jetzt rein. Ihr habt aber Rabatt deswegen dafür bekommen, ne? Das ist so. Bitte? Ihr habt Rabatt dafür genau, bekommen. Genau, wir haben ihm vorher gesagt, dass wir das Album so nennen würden. Wir waren in einem anderen Studio, das hieß Detlef, das fanden wir aber dann nicht gut. Und wir haben dann endlich eins gefunden, wo der Name okay war. Das Problem ist, was du jetzt gemacht hast, du hast jetzt der Plattenfirma verraten, dass wir noch Einnahmen haben außerhalb für das nächste Albums. Album. Und wir für das nächste Album. Jetzt haben wir uns wieder selber reingeritten. Ja. Aber das heißt, es gab auch einfach viel Equipment in dem Studio, was ihr bei euch selbst nicht stehen habt. Jede Menge, ja. Das ist so ein Vintage-Freak, das Ganze. Also da alles Vintage in dem Haus, also von oben bis unten. Und der hat jede Menge Sachen, jede Menge alte Reverbs und Kompressoren. Und also ganz zum Beispiel von Joy Division, von dem Martin Hannett, von dem Produzenten, hat er alles aufgekauft, mehr oder weniger. Und das ist natürlich schon toll, wenn du diese ganzen legendären Geräte hast und hörst das dann halt auch, wie das damals gemacht wurde. Der hat von Manfred Mann's Earth Band hat diesen EMT-Hall, das ist so ein Plattenhall, also es war früher, wurde der Hall gemacht, indem du einfach Metallwände zusammengeschoben hast, kleiner oder größer, dann war der Hall halt größer oder kleiner. Hat er in seiner Garage, so als kleinen Gag, zum seine Ding, Frau freut sich. Immer gern drauf gedrückt auf den Knopf, dann hast du gehört, dass die Wände in seiner Garage zusammengehen. Also der totaler Freak. Es sind die kleinen Sachen, die einen dann froh machen. Immer, manchmal. Bei mir schon immer gewesen. Aber ich meine, wenn man das jetzt so hört, könnte man meinen, die Platte klingt wie eine 80er Jahre New Wave Platte. Das tut sie aber überhaupt nein. nicht. Nein. Nee, tatsächlich. Genau, man könnte sagen, ja, endlich klingt unser Hall genauso schlecht wie bei Joy Division damals. Nee, das war natürlich, es ist so, dass wir dann hinterher, also wir hatten einfach erstmal Spaß bei den Aufnahmen. Das war das Allerwichtigste. Mhm. Haben ganz viele akustische Aufnahmen auch gemacht, viel Percussion. Und es war viel Performance dabei, also auch viele Synthi-Lines, die Walter gespielt hat, haben wir erstmal so aufgenommen. Hinterher dann zu Hause, klar, haben wir ganz viel wieder auseinandergeschnitten, haben Sachen anders zusammengestellt, so dass sie manchmal nicht so spielbar wären, aber dass sie im Endeffekt trotzdem immer mehr so ein bisschen Live-Charakter haben. Denn das war uns wichtig, weil bei der Live-Show ist es ja auch so, live werden wir es halt auch umsetzen. Und wir möchten schon immer mehr auch in der Produktion das hörbar haben, auch wenn es dann nicht wie ein Live-Album klingen soll oder so. Aber diese mehr Spontanität, mehr Tiefe auch im Sound, das war uns wichtig. Und die Cut-Up-Fummelei, die hat dann hinterher zum Teil ja entweder in Berlin oder wo auch immer wir waren, stattgefunden. Und ihr seid eigentlich bekannt für eure Instrumentalstücke. Ihr habt auf höheren Platten auch schon mal selbst gesungen. Diesmal habt ihr aber zwei Gastsänger auch dabei. Fritz und Fritz. Ja. Fritz Helder und Fritz Kalkbrenner. Du weißt, wie wir das Album eine Zeit lang nennen wollen. Nach Detlef war es dann Fritz. Wir sind alle Namen durch. Und wie kamt ihr auf die beiden oder warum war das euch überhaupt wichtig, eine andere Stimme auf der Platte zu haben? Ja, das Grundkonzept von Bukaschet war mal, was können wir machen mit den 4 Händen und mit 2 Stimmen? Das haben wir natürlich jetzt aufgebrochen. Das ist nach 10 Jahren sei uns das verziehen. Und wir haben einen Remix gemacht für Fritz Kalkbrenner. Und das ist aber schon ewig her. Das war also kurz nach seinem
Höhenflug. Oder wie sagt man seinem Lift-Off? Debüt. Hat er sein Debüt, ja. Durchbruch. Immer. Durchbruch. Das ist das deutsche Wort. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann einfach gesagt, ja, wenn wir jetzt einen Remix für deinen Song machen, dann schreibst du einfach mal einen Song auf eins unserer Playbacks. Und nach Jahren der Arbeit haben wir dann diesen Song fertig gekriegt mit ihm. Und so kam das eigentlich zustande. Eigentlich eine ganz simple Sache. Das wird auch eure nächste Single? Ja. Das genau. Ja. Können wir machen, ja. Haben wir jetzt zu viel verraten? Wer weiß das schon. Als ihr jetzt vor fast 10 Jahren mit Bukashed an den Start gegangen seid, war ja eigentlich euer Umfeld extrem wichtig. Ihr habt gemeinsam mit Mandy und DJ T ein Label gegründet, Get Physical. Und es gab damals auch so eine Art Label Sound, und das war in dem damaligen Umfeld auch was sehr Neues, Frisches. Und spielte bestimmt für euch auch dieser Austausch mit den anderen eine sehr große Rolle. Jetzt ist das neue Album auch insofern besonders, weil ihr das selber veröffentlicht. Ihr habt ein eigenes Label gegründet, ihr seid nicht mehr mit den anderen zusammen. Warum war euch das wichtig und wie kam es dazu? Ja, tatsächlich war auch schon More, also das Album davor, nicht mehr über Get Physical gekommen, sondern da hatten wir einen anderen Partner noch mit reingeholt. Damals auch aus dem Grund, weil es schwierig war für Get Physical, das Album finanziell einfach zu stemmen. Und die Frage, warum wir dann Physical verlassen haben, was auch schon über 2 Jahre her ist, oder fast 3 Jahre, wir hatten eine super Zeit am Anfang, 2002, als das Label gegründet wurde. Das war eine Wahnsinnsaufbruchsstimmung. 6 Kreative haben die gleiche Idee und gucken in die gleiche Richtung und preschen nach vorne. Es gab den Filter, wenn 6 Leute sagen, das ist gute Musik, dann standen wir alle dafür. Und für uns war vor allem interessant, dass die Musik größtenteils, vor allem am Anfang, bei uns im Studio produziert wurde. Das heißt, wir waren in dem Entstehungsprozess sehr dabei und das hat uns sehr gut gefallen. Nach einer Weile mit dem Wachsen des Labels kam immer mehr Politik dazu und immer mehr Businesspläne. Und ja, wir müssen jetzt aber diese Platten dieses Jahr veröffentlichen, Turnover, blablabla. Und es kam an den Punkt, dass es uns einfach nicht mehr gefallen hat. Und wir gesagt haben, am besten gehen wir raus. DJT, der andere Partner, hat das Gleiche getan. Die Jungs von Mandy machen weiter. Und zum Glück haben wir das geschafft, im Guten uns zu trennen. Und es ist jetzt immer noch so, wir telefonieren einmal die Woche oder so und e-mailen die ganze Zeit und tauschen uns auch so aus. Mittlerweile zusammen gearbeitet. Sie haben den 1 Euro bezahlt. Wir haben für 1 Euro verkauft. Unsere Anteile. Unsere Anteile? Ja, damit sind sie durchgebrannt. Ja. Ja, haben sich ein schönes Leben in der Karibik gemacht. Habt ihr denn noch den Euro? Nee, wir. Die haben uns das gezahlt, hast das nicht geschnallt. Ach so, okay, verstehe, so rum war es. Also, wenn du das jetzt erst verstanden hast. Ja, das war nämlich das Problem, dass es 6 Kreative waren und kein einziger Businessman. Das kam noch erschwert hinzu. Und so wie jetzt lief eigentlich die ganze Zeit das Business. Jetzt sind 2 Kreative und kein Businessman. Aber es war auf jeden Fall eine magische Zeit, das kann man nicht anders sagen. Ich habe übrigens DJT kennengelernt auf einem Parkplatz im Nebel. Oh, ja, das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Die große Planung des Get Physical Labels war nachts auf einem Parkplatz im Nebel. Und das Interessante an der Konstellation war halt, dass der T schon eigentlich so das Brain war. Der war so der Strukturierte, ne? Der da sehr nach Plan auch vorgegangen ist. Dann gab es halt den Bauch, das waren Patrick und Philipp, und wir waren halt die Hände, die das ausgeführt haben. Das war schon eine sehr, sehr gute Kombination, also eine magische Kombination, finde ich. Und wir haben da auch so wahnsinnig viel erreicht. Also wirklich nur über die Musik, das ist ja das Faszinierende. Wir haben ja niemanden gehabt, der jetzt da groß Geld reingehämmert hat, sondern diese heutzutage unvorstellbaren Verkäufe, die wir damals hatten, die kamen wirklich nur über diese magische Geschichte, die wir da zusammen hatten. Das war schon gut. Ihr seid heute einer der wenigen deutschen Acts, die wirklich international erfolgreich sind und auch international auf Festivalbühnen spielt. Also allein, ich glaube, dieses Jahr wart ihr beim Coachella Festival, beim Siget Festival, habt ihr Bühnen geheadline. Ihr habt aber auch als im Vorprogramm von Depeche Mode gespielt in Tel Aviv was. Glaube ich. Jetzt ist es ja so, dass gerade in den USA, wenn man so Festivals wie Coachella oder Ultra nimmt, in den letzten 2-3 Jahren elektronische Musik nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Und da sind auf einmal Leute erfolgreich wie
Skrillex oder Avicii, die waren noch nicht mal geboren, als ihr angefangen habt, Musik zu machen. Und die auch einen ganz anderen Sound haben, der viel mehr auf Effekten basiert, viel krasser ist. Ist es bei euch eigentlich so, dass ihr im Herzen eigentlich noch so Synthie-Popper seid, die mit dem Technovirus infiziert worden sind? Also wenn du dir irgendwelche Top Tens anschaust, die wir abgeben für ein Magazin oder so, dann sind da immer, ja, ist da sehr viel Pop und Rock und Indie-Kram dabei und gar nicht so viel Techno-Geschichten, weil da auch für uns die Inspiration herkommt. Wir haben ja einen Fuß auf jeden Fall im Club. Das finden wir auch gut so, das macht auch total Spaß, aber ne, und der andere Fuß ist einfach Popmusik und sind Melodien. Und das fanden wir schon immer spannend. Und ne, wir sind halt mit New Wave aus den 80ern groß geworden. Und das spielt nach wie vor eine Rolle. Das hörst du, glaube ich, auch in der Musik sehr stark, nach wie vor. Selbst wenn es Techno ist, da gibt es dann immer irgendwelche mehrere Schichten, die es für uns interessant machen und nicht nur den straighten Beat. Und ja, was neue Leute anbekannt oder überhaupt auch was gerade in Amerika abgeht, im Grunde kann das für Amerika vor allem nur helfen, denn als wir zum ersten Mal nach Amerika kamen, das war glaube ich 2004, 2005 so, da gab es keine große Szene, da gab es außer Chicago, New York, vielleicht ein bisschen Miami, ansonsten war das sehr überschaubar. Wir haben uns da immer ganz schön entwickelt, weil dadurch, dass wir live spielen, konnten wir den Leuten etwas geben, was die in Amerika eh ganz gut finden. Die mögen Performance. Wenn du auf einer Bühne stehst, dann sollst du da gefälligst auch was machen. Und das hat uns immer sehr geholfen, weil die Leute sehr sehen konnten, was wir auf der Bühne so treiben. Das heißt, wir konnten da unsere Audience steigern. Jetzt sind gerade alle auf dem EDM-Trip und das öffnet trotzdem uns auch Türen. Also man mag über die Musik denken, was man will. Es gibt dann immer wieder ein paar Teens, die vielleicht zuerst Skrillex hören oder Avicii, wie du sagst, und sich dann fragen, vielleicht tun das dann manche, was gibt es denn da noch so oder wo kommt das denn her? Und dann googeln sie vielleicht ein bisschen rum und dann finden sie auch uns. Es gibt jetzt ja vor allem Festivals mittlerweile, das gab es ja damals gar nicht. Als wir da ankamen, haben wir in einer Bar gespielt in Los Angeles, da weiß ich noch, da waren 180 Leute, davon die Hälfte hatten komischerweise Cowboyhüte an, vielleicht war das irgendwie eine Halloween-Party oder so. Auf jeden Fall haben die sich gefragt, was wir da gerade machen. Book a Pony. War das nicht da, wo Patrick noch meinte, dass wir normalerweise in Europa vor 5000 Leuten spielen? Ja, auf jeden Fall war das schon ein sehr, sehr harter Anfang. Und jetzt ist es eine ganz andere Situation. Du hast ja EDC, was wir gerade bespielen durften, die haben 350.000. Electric Daisy Carnival. Genau. In Las Vegas. Da sind 350.000 Leute und die verkaufen das aus, ohne dass sie überhaupt announcen oder rausgeben, wer da überhaupt spielt. Das ist der Markt hat sich komplett verändert. Deswegen für uns ist das im Grunde genommen eigentlich nur gut, auch wenn wir eine kleinere Bühne da bespielen und mit den Aviciis und Skrillexen da gar nicht mithalten können. Aber für uns ist es gut. Wir haben die Möglichkeit, unsere Musik in Amerika zu präsentieren, auf einem viel höheren Niveau als das, was wir noch 2004 hatten. Weil eine kleine Bühne dann trotzdem 10.000 Leute sind. Okay. Walter Arno, wir sind schon am Ende von unserer kleinen Interviewrunde angekommen. Okay. Die Limousine wartet. Euer Album Eve ist jetzt draußen. Sagt doch aber noch kurz, wann ihr dann auch in Deutschland auf Tour geht. Also sag noch kurz den Bestellcode. Wir sind in Deutschland, ja, wir haben jetzt einige Europa-Dates. Sind jetzt auch in London, Paris, Berlin. Falls jemand da ist. Berlin können wir erst nächstes Jahr im März machen. 14. März, Berlin, Astra. Ja. Wird jetzt mit Special gegeben. Guests. Gut, dann danke mal soweit, aber wir sind noch nicht am Ende angelangt, denn jetzt seid ihr dran. Also bitte hebt eure Hände. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr habt es gerade gesagt und lang überlegt, im März nächsten Jahres erst wieder Berlin. Ihr seid in der Welt unterwegs, viel, viel auf Tour. Ich finde es super, dass ihr Stadien füllt, dass fünfstellige Anzahlen von Leuten dahin kommen. Warum verdammt nochmal? Eure Musik ist Club und kompatibel für große Massen, die sie abhotten wollen, die get physical werden wollen. Warum ist das in Deutschland zum Beispiel so ein Problem, regelmäßig und öfter in den großen Städten zu spielen? Warum dauert es so lange, bis ihr wieder nach Berlin kommt? Was ist das? Haben die Leute hier alle andere Prioritäten? Oder ist eure Musik eher im Wortsinne Weltmusik, die im Lande, wo ihr herkommt, nicht so viel zu melden hat?
Punkt? Ja, woran liegt's? Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir das etwas auch vernachlässigt haben. Das geht auch ein bisschen auf unsere Kappe, weil wir haben natürlich, es gab dann die Möglichkeit, jetzt in Mannheim zu spielen oder halt in Sydney zu spielen. Und dann sagt man, ja, fliegen wir halt mal nach Sydney, weil das natürlich toll, ne? Mal was anderes. Mannheim kennen wir ja. Und das haben wir so ein bisschen vernachlässigt am Anfang. Aber es ist natürlich, Deutschland hat auch nicht so viele Festivals. Die Festivalkultur ist seit 2000 deutlich nach unten gegangen. Da sind sehr viele etablierte, einige, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel in Australien oder in Amerika, wo wirklich also jede Woche ein neues Festival neu etabliert wird, sondern man hat halt die etablierten Geschichten und das war's. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Infrastruktur vielleicht nicht so da ist. Und aus der Kombination, dass wir halt im Endeffekt auch nicht so viel hier gespielt haben. Ich glaube, wir haben nicht mal 10 Shows in Berlin gespielt in 10 Jahren. Also wir haben mit Sicherheit, weil du gerade sagst, mehr in Australien gespielt als hier. Das stimmt schon. Deswegen, aber wir wollen das ja nächstes Jahr ändern. Ja, das sagen wir bei jedem Album. Also, wenn das Interesse besteht, spielen wir auch gerne 10-mal Astra hintereinander. Das ist eine Frage des Interesses. Nee, tatsächlich ist es so, jedes Mal, wenn wir denn auch spielen, dann macht es auch Spaß. Und wir hatten auch bei der letzten Tour viele ausverkaufte Shows. Ich erinnere mich da auch an Leipzig, wo wir waren und so. Also es war, ist dann auch gute Atmosphäre, ne? Es ist tatsächlich auch wiederum der Ego-Trip wahrscheinlich gewesen, dass man sagt, boah, ne, wenn man irgendwo an einem faszinierenden, entfernten Ort spielen kann, ist es einfach, ist das herausfordernder wahrscheinlich. Diese Orte sind jetzt nicht mehr so faszinierend. Nach 10-mal reicht's. Und jetzt? Die Reise dahin ist immer zu lang. Ja. Gut, weitere Fragen bitte. Ich habe eine ganz profane Frage und zwar, woher kommt überhaupt der Bandname? Was bedeutet das? Woher kommt das? Schnell beantwortet, das darfst du jetzt. Tatsächlich haben wir uns den Namen einfach überlegt. Es ist so einfach, wie es ist. Mitte der 90er. Hatten wir eine Phase, als wir extrem viele Platten rausgebracht haben. Im Groove-Magazin. Im Groove-Magazin. Da war eine Besprechung von Booker T. Ach, jetzt. Kann das sein, dass ihr mal damals. Ja. Ne, kann sein, ne? Wahrscheinlich war es. Doch, ich bin mir relativ sicher. Ja, und jedenfalls genau. Zu dieser Zeit haben wir ganz viele verschiedene Projekte gemacht und ständig unter neuen Projektnamen. Das heißt, wir waren immer auf der Suche nach irgendwelchen Namen, die wir verwenden konnten. Weil wir nicht unter einem Namen sehr viele Platten veröffentlicht hatten. Und tatsächlich waren wir dann auf der Suche und der eine Teil der Name kam von dem Orgelspieler, das ist glaube ich, ne? Das ist Booker T. Und das haben wir in A geändert und Shade, Shadow klang einfach gut. Und so kam es zu Booker Shade. Beliebte Frage bei Journalisten ist übrigens, wer ist Booker, wer ist Shade? Genau. Und am Anfang wurden wir komischerweise sehr häufig für irgendeinen asiatischen oder japanischen Act. Zu Memento-Zeiten war das. Weil das Buka offensichtlich irgendwie asiatisch klingt. Mhm. Wahrscheinlich bedeutet das irgendwas ganz Frivoles in der Sprache. Dankeschön. Noch Fragen? Wie geht ihr so ans Produzieren ran? Also gerade wenn man ja mit mehreren Leuten zusammen produziert und man nicht alleine ist, dann hat man ja dann irgendwelche Parts, die man zu vergeben hat. Sagt ihr ja wirklich, ja, du machst jetzt hier die Drums und du spielst die Keys? Oder wie geht ihr ran ans Produzieren? Also es würde mich wirklich interessieren. Ja, wir produzieren ja quasi nur noch unsere Musik. Früher war es natürlich so, dass die Leute zu uns ins Studio kamen und wir erstmal gehört haben, was die sich so vorstellen und haben das dann versucht, so gut wie möglich umzusetzen, uns quasi in das Gehirn dieses Menschen reinzusetzen für eine Weile, um zu verstehen, was er möchte. Jetzt mittlerweile müssen wir ja uns selber einfach nur fragen, was wir gerne machen würden, was viel schwerer ist, ehrlich gesagt. Und es ist meistens so, dass ich mit einer Idee, musikalischen Idee anfange, so ein Grunddemo schreibe und dann schicke ich das an Arno. Früher haben wir im Studio gesessen, heutzutage räumliche Trennung, wie es halt immer so ist nach 30 Jahren. Schwupps, sind 30 Jahre rum, schon wohnt man nicht mehr zusammen. Und wir haben das getrennte Schlafzimmer, meinst du? Ja, es ist schmerzlich, aber es ist die Wahrheit. Und dann fangen wir an zu diskutieren darüber, in welche Richtung wir gehen könnten. Also wir haben immer das Ding, dass von einem Demo bis zur fertigen Produktion dramatische Veränderungen stattfinden können. Wir gehen da wirklich durch alle Musikstile durch und nachher ist es meistens dann doch wieder so wie das Demo, aber dazwischen liegen 3 Monate. Und dann nehmen wir halt Instrumente auf, verfeinern das Ganze, arbeiten am Arrangement und ja, machen so Test of Time, ne? Überlegen halt,
kann das auch noch, das ist uns immer am wichtigsten, dass du die Musik, dass wir die Musik auch in 5 Jahren noch hören können und sagen, das war jetzt nicht irgendwie gerade mal so eine Idee, weil jetzt irgendwas war gerade hip und das haben wir da reingehämmert, sondern es soll wirklich zeitlos sein. Das war immer schon der Aspekt von Bugashade, dass es zeitlos sein soll und dass man sich das auch in 5 oder 10 Jahren noch anhören kann, sagen kann, ja, ist immer noch, ich kann das immer noch hören. Bekommt ihr eigentlich noch Anfragen, andere Leute zu produzieren? Oh ja. Aber ja, die Namen nenne ich jetzt nicht. Ja, und auch Remixe. Ne? Wir machen sehr wenig Remixe. In der Vergangenheit hatten wir natürlich so auch illustre Namen, Depeche Mode und so alles dabei. Und im letzten Jahr haben wir, glaube ich, Woodkid nur einen gemacht. Ja. Das war Woodkid, I Love You. Der war auch sehr schön in Dance Charts hoch gewesen auf Nummer 1. Ansonsten machen wir aber sehr wenig Mixe. Und auch ja, und wenig Produktion. Nee, im Grunde ist es halt immer sehr viel Zeit, die du da reinsteckst. Und wir sind ja sehr wenig Zeit zu Hause. Wir sind die meiste Zeit auf Tour. Und dann nimmst du, glaube ich, verwendest du lieber die Zeit mittlerweile und verbringst sie mit der Familie. Wobei wir schließen nicht aus, dass wir nochmal mit Mandy auch nochmal was machen. Das hat ja doch immer gut funktioniert. Und das ist auch immer wieder, also es ist jetzt, macht doch einfach immer Spaß, auch wenn das nie veröffentlicht, wir haben so viele Sachen gemacht, die wurden nie veröffentlicht. Es macht einfach Spaß, mit den Jungs im Studio zu sitzen, weil die haben einen unglaublich tollen Musikgeschmack einfach. Die verblüffen einen immer wieder, die kommen mit ganz großartiger Musik plötzlich an, die ich noch nie gehört habe. Und deswegen schließen wir das eigentlich jetzt nicht aus. Jetzt, wo dieses Monstrum mal fertig ist, kann man sich auch wieder mit neuen Sachen auseinandersetzen. Gut, noch Fragen? Also ich hätte 2 kleine Fragen und zwar einmal passiert es euch, dass ihr mit einer Demo anfängt und dann irgendwann merkt, ah, das ist doch nicht so das Richtige und verwerft es halt wieder und fängt mit was Neuem an? Dass wir mit einer Idee anfangen und sie verwerfen? Nein, also ja, oder mit einer Demo anfangen und merken, ja, das natürlich. Wird nicht richtig. Ja, ja, das ist unsere Lieblingsbeschäftigung. damit verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens. Dann, naja. Es ist oftmals so, dass in den ersten Demos oft irgendwas schlummert und dann produziert man weiter und manchmal verliert man dann einfach diese Grundidee. Das ist manchmal, du schreibst ja Songs in einer bestimmten Atmosphäre, in einem bestimmten Mood und oftmals ist es so, dass man sich das Demo anhört und denkt, ja, das ist eigentlich super, aber es ist halt noch nicht ganz fertig produziert. Lass uns das doch jetzt fertig produzieren und dann ist alles perfekt. Leider ist es sehr oft so, dass du auf dem Weg vergisst, was du eigentlich anfangs machen wolltest. Also dieses Gefühl geht oftmals verloren. Das ist wahnsinnig schwer, dieses Gefühl über die Dauer einer Produktion zu halten und immer wieder zurückzutreten und sich die Musik so frei anzuhören und sich das Gefühl wieder zu verinnerlichen, wie das war, wenn du den Song, als du den Song zum ersten Mal gehört hast. Deswegen ist es oftmals so, dass wir an Ideen monatelang arbeiten. Dann gibt es den Fall, dass wir am Ende wirklich zufrieden sind und sagen, das hat sich gelohnt. Fall Love Inc. Ich glaube, daran haben wir wirklich ungelogen 4 oder 5 Monate an verschiedenen Versionen gearbeitet. Und der Song ist schon 5 Jahre alt. Ach. Der war eigentlich fürs letzte Album geplant, ja, ist aber nicht draufgekommen. Ja. Und dann gibt's, und am Ende war es so, dass wir gesagt haben, die letzte Version, die ist wirklich gut. Es gibt Versionen, an denen haben wir genauso viele Monate gearbeitet und haben hinterher gemerkt, dass tatsächlich die erste Version die beste war. Das gab es schon häufiger auf Alben. Bei Darko kann ich mich gut dran erinnern, auf dem Movements-Album. Aber das ist nun mal die Pein, die man so hat als Songwriter. Und oftmals ist es auch so, dass du Ideen hast, du kommst dann aber nicht weiter, legst sie zur Seite und plötzlich wirklich Jahre später an einem völlig anderen Album greifst du wieder die Idee auf und plötzlich funktioniert es. Also das ist wie bei allem, manchmal ist so der Flow da und alles funktioniert wunderbar und manchmal legst du die Sachen besser weg und sagst dir... Diese Arbeitsweise ist aber nicht zu empfehlen. Ja, wenn man schnell vorwärts kommen will. Wie hoch ist denn die Rate so von Ideen, die zur Seite gelegt werden und aus denen dann wirklich am Ende ein Song entsteht? Also wie viele Anläufe braucht man so oder habt ihr... Um am Ende einen Song zu haben, wo er sagt, der kommt aufs Album und welche Ideen werden dann eher aufs Abstellgleis gelegt? Also wir sind die größten Gigabytes-Verbrenner, darf ich sagen, nach iTunes? Ja, das ist komisch. Nein, aber wir verbraten Gigabytes ohne Ende. Also das ist einfach, wir haben glaube ich 3 oder 4 Alben jetzt gemacht. Ganz viele Songs, ganz viele Ansätze, immer wieder zurück und... Vor und zurück. Wir haben also, gibt eine Nummer auf dem Album, Time's on My Side, heißt die ist auch 10 Jahre alt.
Die haben wir damals mit Mandy ganz am Anfang von Get Physical geschrieben und die ist jetzt halt jetzt aufs Album gekommen. Also es ist wirklich ein schwieriger Prozess, weil man natürlich auch selber, man hat ja niemanden, der einem sagt, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es ist ja nur, man ist ja selber sein eigener Richter und das ist halt dann natürlich auch schwierig, wenn man sich und so quasi alles in einer Person ist und dann kommt man natürlich manchmal durcheinander und dann findet man halt raus, dass der Dubstep-Break da in dem dann doch nicht so das Gelbe vom Ei ist und dann schmeißt man wieder raus und dann fängt man von vorne an. Aber meistens in den Versionen ist irgendwie vielleicht ein oder zwei Sounds, die das Ganze dann wieder nach vorne bringen. Also es ist wirklich nicht so, dass man das immer total umsonst macht. Also ich finde, der Weg ist das Ziel. Und man setzt sich mit dem Song halt wirklich auseinander. Und im Endeffekt nachher weiß man dann auch wirklich, wenn man dann sagt, okay, das habe ich jetzt seit 3 Jahren gehört, ich finde es immer noch total klasse, dass da was dran ist. Und dann lässt man es so. Und das ist natürlich immer eine Momentaufnahme. So ein Album ist immer, ich könnte es jetzt schon wieder anders machen. Da hättest du was dagegen, nehme ich an. Mhm. Aber es ist immer eine Momentaufnahme. Das ist das jetzt, aber bis es zu dem Punkt kommt, dass man diese 100% erreicht man eh nicht. Aber wenn man die 90 hat, dann kann man schon sagen, super. So, und dann das Artwork, das muss ja alles einander greifen. Und das hat, wie gesagt, beim letzten Album eben nicht funktioniert, weil wir in Stress waren und haben es nicht so hingekriegt, wie wir das wollten. Und den Fehler wollten wir halt eben nicht nochmal machen. Und das dauert, gut Ding will Weile haben. Walter, ich weiß, du würdest gerne noch weiterreden. Überhaupt gar nicht. Ach, wir können doch gehen. Die Zeit ist um. Walter, Arno, ich danke euch und ich danke euch fürs Kommen und für eure Fragen. Danke. Vielen Dank.